Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Dark Parables, Dornröschens Fluch. Wir sind in Kapitel 2 und müssen immer noch das Mysterium auflösen, warum Dornröschen nach dem Kuss nicht erwacht ist. Und Dornröschen ist uns ja im ersten Part schon als Geist begegnet. Und hat uns von einer bösen Hexe etwas erzählt, die im Schloss ihr Unwesen treibt. Und wir sollten Dornröschen folgen, allerdings ist sie ja ein Geist und auf einmal war sie weg. Ja, so viel zum Thema, bitte folgen. So, wir haben, was haben wir zusammengebaut? Zusammengewimmelt? Okay, eine Sockel. Wir haben Sockel einer Feenstatue. Hier unter diesem Baum. Was, die Erde unter diesem Baum ist locker. Ja, dann mach sie doch weg. Wofür hast du denn zwei Hände? Immer dasselbe. Man braucht bei Wimmelbildspielen immer für alles irgendetwas. Das scheint die Hexe gewesen zu sein. Hier brauchen wir etwas. Oh ja, dieses Rätsel hier kann ich mich auch noch erinnern. Das war, glaube ich, nicht so schwer. Wenn ich es gerade richtig weiß. Zack. Dafür musste ich irgendetwas aufdecken. Ah, wir brauchen die Kompassnadel. Ja, für die ganz Blöden. Okay, das Pferd ist fast da. Jetzt brauchen wir... Halt, bleib auf. Rätsel gelöst. Okay. Wir müssen auch noch solche Chamäleon-Objekte finden. Halt, falsch. Davon gibt es insgesamt 20. Oh. Verhexte Objekte, genau. Jetzt haben wir schon mal 2 von 20. Ob das gut ist? Ich denk mal. Wir sind noch ganz am Anfang, also ich würde sagen, ja. Wir sehen ja dann am Ende, wie viel wir wirklich haben. Wahrscheinlich nicht viele. So. Das, ne? Okay, und das. Ja, wir brauchen das Ding. Ah, da ist doch. Wir haben eine Schaufel. Hier. Sieht aus, als müsste ja auch noch was rein. Sonst wäre ja auch die Lupe da dicht. Ist ja auch. Nein, hier ist keins. Dann können wir mit der Schaufel bestimmt hier die Erde wegmachen. Ja, was. Rosenscheibe-Schild, okay. Mit dem richtigen Werkzeug kann dieser Stein sicherlich entfernt werden. Hier liegt ein Messer. Puh, aus dem Eimer fließt eine dunkle, verfault riechende Flüssigkeit. Ew. Okay. Wir gehen hier lang.
haben hier noch etwas. In diese Aussparung gehört eine runde Scheibe. Ja, so ein Schlaumeier. Der mächtige Herrscher dieses Landes trägt mich als Symbol seiner Macht. Eine Krone. Ich bin der beste Schutz gegen unliebsames Wetter, ob Regen oder Strahlen. Ist bestimmt so Regenschirm, Sonnenschirm gemeint, habe ich jetzt gerade nicht da. Die Leiter ist nicht hoch genug, um mit der Mauer hochzukommen. Ja, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Weil ich verhaus grundsätzlich. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Das war jetzt noch easy. Aber ich weiß, dass dieses Spiel nochmal kommt. Und dann mag ich das Spiel nicht. Ich hasse dieses Kugelspiel, weil. Wenn man eine Kugel noch falsch hat, kann es nämlich sein, dass man dreimal außen rum muss. Oder viermal oder fünfmal. Nur damit die Kugel an den richtigen Platz kommt. Oder man muss die eine Kugel, wo schon am richtigen Platz ist, wieder da wegnehmen und dann da wieder hin und her rumschieben. Was fehlt noch? Also was Goldenes. Und das kann dann ab und zu schon mal nervig werden, deswegen mag ich das Spiel, dieses Minispiel nicht ganz so dolle. Und ich bin schon wieder so inkompetent. Ach, da liegt's doch. Wenn's Springe kennt, wäre ja Schlagewoche. Ich sag's euch. Wenn's Hopfe kennt, wäre ja Schlagewoche. Zepter des Königs. Da braucht man noch zwei Becher. Ja, die Tür ist abgeschlossen. Wie sollte es auch anders sein? Okay, dann müssen wir hier hin. Leiterhälfte, okay. Wir basteln uns eine Leiterhälfte. Dass hier immer alles so praktisch rumliegt, das ist einfach super. Irgendjemand beobachtet uns und verteilt dann diese Dinger, wo wir brauchen. Leider so zerlegt, dass wir es auch noch selber zusammenbasteln müssen. Aber das ist sehr nett, dass wir immer alles, was wir brauchen, komischerweise finden. Ja, außer natürlich, man sieht wieder nichts wie ich. Ich werde auch wohl noch so eine Holzleiste und solche Nägel finden. Hallo? Ich bin schon wieder so inkompetent und finde dieses Zeugs nicht. Hallo? Ah, da. Brauche ich immer noch die Nägel. Nägel? Nägel? Keine Nägel? Ich könnte ja einen Hinweis benutzen. Aber ich möchte diese Nägel ohne Hinweis finden. Also, sobald ich nämlich dann den Hinweis anklicke und sehe, wo die Dinger liegen, denke ich mir, natürlich. Warum hast du sie nicht gesehen? Ich hoffe einfach nur, es dauert nicht so lang, bis ich diese inkompetenten Nägel finde. Ihr habt es wahrscheinlich schon wieder gefunden und denkt euch, boah, da liegen sie doch. Macht der Arge auf. Meine Augen sind auf. Und ich sehe es trotzdem nicht. Nägel.
Okay, ich benutze einen Hinweis. Ich sag doch, es ist so offensichtlich. Aber ich wollte jetzt nicht weiter die Zeit rumvertrödeln. Wir bringen jetzt zuerst das Zepter zum König. Okay, und jetzt? Brauchen wir wahrscheinlich noch das Zepter für die Königin. Okay. Hier mussten wir noch hin. Und brauchen den Rumpf einer Feenstatue bauen wir jetzt. Okay. Das sind zum Glück viele, viele große Steine, wo wir hier brauchen. Gegenstände. Na, das ging jetzt doch mal hier. Zacki, zack. Okay, jetzt haben wir den. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich auch noch einen Kopf. Okay, wir müssen jetzt wieder dahin zurück. Aber was für ein Rätsel müssen wir denn da jetzt... Ach, wahrscheinlich das hier. Tada! Kapitel 3. Okay. Überall da, wo wir schon mal waren. Also jetzt hier oben müssen wir was machen. Da müssen wir wieder zurück und in den Stall. So. Okay. Kronenschlüssel. Bauen wir jetzt zusammen. Nein, aber hier. Nein, so was brauchen wir noch? Wir brauchen jetzt noch die Krone an sich. Nehmen wir die. Nehmen wir mal die, wo auf dem Löwen drauf sitzt. Haben wir. Sehr schön. Okay, dann gehen wir wieder runter. Gehen. Da war doch gerade eben ein Geist. Ich fange an zu spinnen. Gehen jetzt zuerst hierher. Hälfte eines Sonnenemblems. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Jetzt haben wir schon mal einen Teil. Brauchen wir noch sowas. Dann haben wir das. Und dann brauchen wir dann noch diese drei Brocken hier. Eins. Ich sollte mir angewöhnen, zuerst die Teile zu suchen, wo man vielleicht ein bisschen schwerer findet, aber wenn man ja einen Teil sieht, was man braucht, klickt man es automatisch gleich an. Kennt ihr das? Sagt mir, dass es bei euch genauso ist, bitte. Ich nehme mir das bei Wimmelbildern immer vor, immer zu gucken, was ist schwerer zu finden, was sollte man vielleicht als erstes suchen. Aber trotzdem gucke ich immer nur wahllos. Und das, was ich gleich auf Anhieb sehe, das nehme ich mit. So, ein Holzkelch basteln wir hier jetzt noch zusammen. Und zack, und zack, und zack. Ja. Zack. Ah, da.
Und da. Und jetzt brauchen wir noch dieses Ding. Dieses Ding. Das hier? Nein. Nein. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren, es tut mir so leid. Aber ich will jetzt unbedingt dieses Teil finden. Kann doch nicht so schwer sein, dieses komische Teileck vom Kelch jetzt zu finden. Ach, da oben. Das, was aussah wie ein Schatten, natürlich. Ach, was sonst? So, jetzt haben wir den und erfülle diese Aufgabe, um zum nächsten Kapitel zu gelangen. Wo ist denn das? Kronenschlüssel. Ach, wahrscheinlich ist das. Ja, das muss das hier sein. Wir haben aber nur eine Hälfte. Ah nein, Quatsch, wir haben ja schon beide Hälften. Da ist doch das andere. Das haben wir ja ganz am Anfang. Ach Gott. So. Kapitel 4. Okay, das sieht aus wie ein Esszimmer. Dieser Eingang wird von einer alten Ritterrüstung bewacht. Das Schild der Rüstung fehlt. Ob das wirklich ein Esszimmer ist? Gibt es hier ein Chamäleon-Objekt oder so? Ja. Ein verhextes Objekt und ein. Ah, das ist der Schirm, den wir bestimmt brauchen. So, jetzt haben wir schon mal 3 von 20. Ich tue es schon wieder. Ich sammle die ganz offensichtlichen Teile als erstes ein. Ah. Aber wenn ich zuerst gucke, was ist schwerer zu finden und dann konzentriere ich mich darauf, dann werde ich wahrscheinlich nie fertig bei den Wimmelbildern. Dann habe ich am Ende doch lieber so zwei, drei Teile hier, wo mir noch fehlen und suche die dann, anstatt dass ich dann das komplette Wimmelbild über wahrscheinlich ein paar lang braucht, bis ich es gelöst habe. Okay, hier ist das Teil. Jetzt brauchen wir nur noch dieses kleine silberne Eck. Wenn ich ein kleines silbernes Eck wäre, wo wäre ich dann? Kennt ihr das? Ich habe das manchmal gemacht, wenn ich mein Handy oder so gesucht habe, habe ich mich ab und zu dabei ertappt, wie ich mir gedacht habe, wenn ich ein Handy wäre, wo wäre ich dann? Eigentlich ist es total hirnrissig, weil ich glaube nicht, dass man dann trotzdem also schneller darauf kommt, wo es liegt, weil eigentlich muss man ja überlegen, wo war ich, als ich mein Handy noch hatte. Und nicht, wenn ich ein Handy wäre, wo wäre ich dann? Ach, da liegt's ja. So, Zauberbuch der Unsterblichkeit haben wir. Ich mache dann hier jetzt auch einen Part,
Einen Cut, Entschuldigung, einen Cut, keinen Part. Der Part ist jetzt fertig. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.